Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Boah, ist es noch weit? Ich glaube, ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Hey, die sind mir abgefallen. Das ist ja echt übel. Hab dich nicht so, Mann. Wir sind gerade einen Kilometer gelaufen und du jammerst hier rum. Als wärst du bei einem Marathonlauf mitgelaufen, der 100 Kilometer lang ist. Na, dann sagt der, der nicht mal in den 8. Stock vom Funkturm hochkommt und dann noch Luft holt wie in einem Brauereifährt. Du hast vergessen, dass ich davor schon 4-mal in der 8. Etage war, ehe du einmal oben angekommen bist. Mann, 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 weißt du, was du bist, Mord? Ich bin ein feiner Kerl oder auf was willst du raus? Nein, du bist ein verweichlichter Städter. Das kommt davon, wenn du immer den halben Tag in der Schenke rumhockst und den Rest vom PC daheime. Du hockst doch auch mit dem halben Tag in der Schenke und danach verschwindest du zu Gysi oder Inge. Da hast du es, wie du aufpasst, Mord. Ich wackel doch die ganze Zeit in der Schenke mit den Füßen hin und her. Und ab und an hebe ich auch 2 Gläser Bier. Das stellt meine Muskeln und fordert meine Ausdauer. Ach so, und ich dachte immer, dass du ein Krampftrinker bist, der sich nicht in der Schenke aufs WC traut. Das stimmt ja auch bedingt. Aber du siehst, wer sich fit hält, ist klar im Vorteil. Ja, das sehe ich immer wieder. Ich meine, du packst ja auch 3 Kästen Bier fast alleine und läuferisch scheinst du ja auch ganz fit zu sein. So sieht es aus, du DDR-Juniorenmeister. Das kommt vom Buchstabentanzen auf der Baumschule. Aber ich frag mich, wie du das geschafft hast. So wie du hier rumhechelst, Mann. Da kann ich mir absolut nicht vorstellen, wie du das geschafft haben willst. Das kannst du aber 100 pro loben, Alter. Da war ich noch einsame Spitze. Aber seid ihr mir Witter? Alles schiebst du auf das Gewitter. Aber ja, wo ist Werner eigentlich hin? Der ist doch noch weit hinter uns. Der packt gar nichts, der alte Lunke. Naja, so kannst du das ja auch nicht sagen. Ich meine, wir sind ja von Berlin Mitte mit der U-Bahn gefahren, während er von dort bis raus in den Wald gelaufen ist. Und das auch nur, weil du gesagt hast, wir laufen alle. Tja, gewusst wie, wa? Aber Lenny, wo geht's denn nun weiter? Hier sind 3 Wege. Viele Wege führen nach Rom. Das sagt man doch so schön. Naja, aber ich frag mal mein GPS nach, wo wir sind und vergleich das mit der Karte. Wieso vergleichen? Da steht doch an dem Schildern hier. Guck mal, da steht bei den einen zum Rennsteighaus, also wenn wir da langlaufen, kommen wir zum Rennsteighaus. Zum anderen geht's zum Merkurfelsen und dort steht betreten auf eigene Gefahr. Also laut GPS geht's da lang, wo steht betreten auf eigene Gefahr. Und schau dir doch mal die Schilder an. Die haben irgendwelche Raudis hingestellt oder vertauscht. Mann, das sieht ja total unsicher aus. Ich traue dem GPS natürlich mehr wie den Schildern. Also, zack, sportfrei, mein Sportsfreund. Im Laufschritt, da lang. Okay, wie du meinst. Auf geht's, den letzten meißen der Wölfe. 3 Minuten später. Also, ich glaube nicht, dass wir hier noch richtig sind, ey. Hey, da ist gar kein Weg mehr und so. Du willst ja da bloß wieder eine Pause herausschinden, Mann. Schau, da vorne ist ein Pfad, wir sind genau richtig. Lenny, nicht bewegen, sonst treffe ich nicht. Hey, Moat, bist du nur total durch den Wind? Willst du mich steinigen? Oder warum schießt du hier mit Steinen auf mich? Nee, ey, ich habe gesehen, dass links neben dem Laub irgendwas Silbernes funkelt. Und da dachte ich, ich knall den Stein mal drauf. Hast du es aber nicht getroffen. Warte mal, ich nehme mir mal den Stock hier und werde ich mal draufdrücken. Du Scheiße, Alter, eine Bärenfalle. Darum stand da vorhin. Betreten auf eigene Gefahr, Alter. Ey, du hast uns direkt in die Bärenfalle geschickt. Hey, Moa, bleib locker. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch mehr Fallen sind, ist so groß wie, als wenn du mich mit Steinen treffen würdest. Ich stoche hier rum, siehste, da ist nichts, gar nichts. Ach du Scheiße, alles voller Fallen. Wir sind sozusagen in einem Bärenfallen-Minenfeld. Ich glaub's ja nicht. Hey, gut, dass der Werner nicht da ist. Werner, ist auch schön, dich zu sehen, Mann. Aber halt dich von hier fern. Hier sind überall Bärenfallen. Nein, Werner, wir wollen dich nicht verarschen. Hier ist alles voller Minen. Hier ist alles zugebombt mit Fallen. Bleib stehen. Oh Mann, zack, Werner ist voll mit dem einen Fuß in die Falle. Das sieht nicht gut aus. Alles nur, weil du nicht auf uns hören willst, Alter. Ich hab nen Plan. Pass auf, Werner. Ey, ich sehe ganz gut, wo die Auslöser von den Fallen sind, weil die Sonne ja da drauf strahlt und somit funkeln die Auslöser im Sonnenlicht. Und folg einfach meinen Kommandos. Ich lock dich schon hier raus. Ja, wo du sagst, Mord. Ich sehe jetzt auch so. Klaro, kannst du uns vertrauen. Also, 3 Schritte vor. Gut gemacht. Nun 2 links. Scheiße. Nun ist die Sonne weg. Die 2 links? Da war noch 2 links. Nee, hey, kannst vergessen. Da war eine links und ich hab Augen wie ein Adler. Von wegen Augen wie ein Adler. Eventuell ein Adler mit grauer Star, aber sonst? Naja, das sind Fehler. Die können halt mal passieren. Niemand ist perfekt. Nun ist ein 2 auch noch gefangen in einer Falle. Echt großes Kino. Dann geh auf alle 4, Mann. Ist ja nicht mehr so weit. Mann, Mann. Also, ich hau hier ab. Ich hab keine Lust mehr. Ich weiß ja noch, wie ich hier reingelaufen bin. Genau den Weg bin ich gekommen. Genau diesen Weg gehe ich wieder. Aber wir können Werner doch nicht einfach liegen lassen, Mann. Ist mir Rille, hey. Ich sag ihm, er soll nicht weiterlaufen. Und was macht Werner? Na, der hört nicht auf mich. Und wenn ich hören will, der muss fühlen. Irgendwie hast du recht, Murat. Aber ein schlechtes Gewissen habe ich trotzdem. Wegen ihm. Hey, schau mal.
Versuch das weiter. Und wir helfen nicht. Na egal, weißt du was? Ich rufe von der Schenke aus gleich den Revierförster an und sag dem, dass da auf dem Weg ein Depp in einer Falle hängt. Komm, komm schnell weg hier. Ich schau nur noch nach vorne, nicht zurück. Der hat nämlich so einen Hundeblick drauf, der Werner. Nicht, dass ich noch weich werde und dem nochmal helfen will. Wer nicht hören will, muss fühlen. Apropos fühlen. Ich fühle mich nachher erstmal mit einem Wodka Red ab. Meinst du, bis dahin ist Werner wieder bei uns in der Schenke? Würde ich nicht drauf wetten. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin.